Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Ratchet und Clank. Wir sind jetzt auf dem Planeten Novalis angekommen, wo ziemlich die Kacke am Dampfen bereits ist. Und wir haben ja abgemacht, beziehungsweise ich hab's vorgeschrieben, dass wir jetzt das Wasserwerk erkunden. Also tun wir das auch. So, das fängt ja schon mal sehr gut an. Wow. So. Ja, was zum... Da. Eieiei, Mann hier. Ich komme hier mit der einfachen Steuerung schon nicht zurecht. Wow. Mach's nicht kaputt. Ah, schön viele Bowls. Ich liebe Bowls. Ne. So. Und hoch und hoch. Oh, was ist das denn? Kann man das kaputt machen? Au. Nein, kann man nicht. So, was mich tierisch in diesem Spiel aufregt, ist die Lebensanzeige an sich, denn die ist ziemlich knapp bemessen in diesem Spiel, finde ich. Wie wir schon gesehen haben, wie habe ich das gemacht eigentlich? Döde. Ja, oben seht ihr jetzt unsere Lebenskugeln. Wir haben 4 Stück, das heißt, wir können 4-mal getroffen werden. In den anderen Teilen ist das besser geregelt, wie ich finde. Aber das werden wir wohl erst nach diesem Let's Play herausfinden, nicht wahr? Ich kann ja nicht zwei Teile hintereinander laufen lassen. Also ich meine jetzt Teil 1 und 2 gleichzeitig laufen lassen. Das wäre ja irgendwie doof. So. Jetzt sind wir hier. Okay, und es sei vorgemerkt, es gibt hier ein paar Frustrationsmomente in diesem Spiel. Und die werde ich wohl nicht ohne einmal zu schreien überstehen und ihr werdet es nicht überstehen ohne zu lachen vor Schadenfreude. Haha. So, okay, wie habe ich das nochmal gemacht? Nee. Du kannst ja gar nichts, Ratchet. Oh, da macht er den Rückwärtssalto, seht ihn euch an. Wow. Ich bin im Wasser. Kann ich hier hoch einfach? Ach so, guck mal, da ist ja eine Treppe. Das wusste ich ja gar nicht. So, und jetzt? Oh yeah! Ist da wieder eine Treppe? Ja, da ist eine Treppe. Nee. Na komm. Komm schon, Ratchet, du bist keine Pussy. Schwimm doch. Das ist... Wie viel Gegenkraft kommt denn dir gegenüber? Das ist ein bisschen, das ist minimal, das ist gar nichts. Und du kommst dagegen nicht an mit Schwimmen? Nimm mal ehrlich, Ratchet, ich hab dich irgendwie stärker in Erinnerung. So, da oben geht's jetzt weiter. Erstmal hier natürlich Bowls wieder einsammeln. Puh, zack. Ach ja, mit einem Schraubenzieher besiege ich das Böse. Das ist toll, ne? Wow. So. Yeah. Zack. Okay, jetzt bin ich auf dem, keine Ahnung, dem Geländer. Und das ist ein ziemlich komisches Wasserwerk, so wie es immer in den Spielen ist. Und wer bist du? Ach, verdammt. Da, ein Klempner hinten. Was hast du gesagt? Der Klempner ist hinten. Prima, Klugscheißer. Solltest du nicht auf einem der Rettungsschiffe sein? Rettungsschiffe? Top News. Riesige Roboter greifen an. Die Rettungsschiffe bringen alle reichen Leute von diesem elenden Planeten weg. Warum bist du nicht dabei? Sozioökonomische Disparität. Was? Er hat nicht genug Bowls. Wir Arbeiter müssen warten, bis Captain Quark uns rettet. Hast du was viele Bowls wert ist? Ich hab das hier. Zeigt zwei Spinner, die ihr Schiff ruinieren. Und es zeigt auch die Koordinaten eines Wüstenplaneten an. Infobot. Ratchet, den können wir gebrauchen. Na toll, 500 Bowls dafür bezahlen. Drücke und halte die L1-Taste, um in den Umsehen... Halt die Klappe. Aber wir brauchen es leider. Also, 500 Bowls muss es uns wert sein. Also, her damit. Weg ist er. Mit Karacho! Ist er gerade ein Abflussrohr runtergerutscht? Na klar. Mayday, Mayday! Hier ist das Solarschiff Radical! Wir werden von der Planetenoberfläche aus angegriffen! Ganz cool, Junge. Sieht eher aus wie ein riesiges Feuerwerk. Wahrscheinlich zu deinen Ehren. Wow, das war knapp! Ah! Sei ruhig, ich muss mich konzentrieren. Wir wurden getroffen. Ah, ein kleiner Umweg. Wenn wir gelandet sind, werde ich eine Vorstellung für dich organisieren. So lange werden wir nicht leben.
Junge. Lass uns abhauen! Raus hier! Raus hier! Oh. Hast du den Kerl da links gesehen? Das war Skid McMarks. Kennt er den Captain Quark? Wohl kaum, er ist ein Hoverboard-Profi. Tut immer so, als wäre der Allercoolste. Scheint, als hätte er Ärger. Ja, genau. So verängstigt habe ich ihn noch nie gesehen. Gadgetron Infobots verfügen über Koordinaten für neue Planeten. Da du nun den Infobot für den Planeten Aridia hast, fehlt dir nur noch ein Schiff, um dorthin zu kommen. Oh, ja, das stimmt wohl. Das wäre wohl das Nächste, was wir machen müssen. Wir müssen es wohl den Typen gleich tun und auch mit Karacho hier runter. Wuhu! Auf den Bauch! Oh, geil, das ist eine richtig gute Wasserrutsche. Ja! Und... geschafft. Knapp überlebt. Wow, das geht echt ab, ne? Gut, gehen wir mal mitten ins Gefecht einfach rein. Wow. Hier, friss den. In your face! Haha! Eat this! Ich mag die Soundtracks in dem Spiel. Zack und zack. Badatsch. Zack. Und zack. Und da geht's ins Wasser. Zum Glück ist das Wasser nicht so wie bei Spyro the Dragon und man stirbt, wenn man Wasser berührt. Das war echt eine peinliche Leistung von Spyro in den ersten Teilen. Ja, das waren noch Zeiten. Gut. Das Schwelgen in Erinnerung hat ein Ende. Zack. Ihr seid einfach zu dumm, ihr Roboter. Ihr denkt, ihr könnt alles besser, hä? Ja, ihr könnt gar nichts. Das soll ich mal gesagt. Wow, 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 was geht denn jetzt ab? Sind sie beleidigt? Okay. Ach ja, das ist mein Lieblingswort. Okay. Nicht wahr? Ihr wisst Bescheid. Wow, der will mich treffen, der will mich treffen. Nee, der will mich nicht treffen, der will mich zu Kaffee und Kuchen einladen. Was denkt ihr mir? Natürlich will er mich treffen. Und zack. Und wohin ist jetzt lang? Okay, ins Wasser geht's wohl nicht. Scheint nichts Außergewöhnliches zu sein. Obwohl, das sieht doch nett aus. Da sagen wir doch mal kurz Hallo. Hallo? Na? Na? Oh, wie schwach, er kommt nicht gegen die Strömung an, natürlich. Wie konnte ich nur so blöd sein und das nicht wissen? Ich meine, es ist Ratchet. Er kommt ja gegen gar nichts an, nicht mal gegen eine Fliege. Halt doch die Klappe. Zack. Es hat Bumm gemacht. Na, was haben wir denn hier? Aha! Ich wusste es. Ein Kampfbotter der NASA. Ein Kampfbotter. Kampfroboter. So, wo schießt der überhaupt hin? Ich stehe direkt neben ihm, dieser Fischkopf, ey. Er hat Fischkopf gesagt. Okay. Ja, schon wieder, okay. Ich wusste es. Ich kann es immer wieder sagen und es wird immer wieder älter. Toll. Dieser Satz ist schon so alt, dass ich beim Reden graue Haare auf der Zunge bekomme. Ohne Scherz. So. Man müsste mir ernsthaft mal irgendein Wort vorschlagen, was ich als Ersatz für okay sagen sollte. Und dann sage ich halt immer, wenn ich okay sagen möchte, dieses Wort. Auch wenn es überhaupt nicht passen würde. Kommt ihr auch mal runter? Aha! Wisst ihr, woran das liegen kann, dass ich in letzter Zeit sehr oft okay sage? Ich weiß nicht, wie viele von euch die Spielereihe Star Ocean kennen. Wenn ihr sie nicht kennt, solltet ihr unbedingt mal spielen. Die ist echt geil, die Star Ocean Spielereihe. Die ist schon sehr alt auch. Ich habe leider nur den vierten Teil für mich selbst.
für die Xbox 360. Der ist aber auch ziemlich lang. Also ist halt ein RPG. Wenn man nicht auf Rollenspiele steht, ist es nicht für einen. Aber ich glaube, da wird eine Cutscene ausgelesen, wenn ich dorthin gehe. Deswegen verharre ich hier kurz. Nochmal zur Geschichte, warum ich okay mal sage, es gibt dort einen Charakter, es ist zwar ein kleines Mädchen, aber die sagt ganz oft am Ende eines Satzes immer, okay. Und deswegen habe ich mir das so eingeprägt, das finde ich immer so genial, wenn die das sagt, und deswegen sage ich auch immer, okay. Ach ja, toll. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Und die findet die schlimmsten Situationen völlig normal, zum Beispiel... Wenn irgendein Partner stirbt, sagen wir zum Beispiel, der Hauptcharakter heißt Edge, sie wandelt die Charaktere immer in süße Formen um, dann sagt sie zu Edge Edgy. Und zum Beispiel, Edgy is dying, okay? Das sagt sie immer so niedlich, als ob das völlig cool wäre. Ach ja, ich finde die toll. Okay, wird jetzt hier eine Cutscene ausgelöst? Naja, sowas ähnliches. Verdammt, dann hätte ich ja da hingehen können. Dann hättet ihr euch nicht langweilen müssen, weil ich wette, das war übelst langweilig, was ich gerade gesagt habe. Halt die Klappe! Okay. Oh Mann, schon wieder okay. Ich muss mir was anderes überlegen. Jetzt mal ganz ehrlich. Bombe! Was soll ich machen, wenn ich immer okay sagen möchte? Aha! Tut mir nichts! Wer seid ihr? Söldner? Folterknechte? Mörder? Ich sag alles. Hier, nehmt mein Infobot. Mehr hab ich nicht. Sir, wir sind keine Warte. Mörder. Lass mal sehen, was er hat. Yeah! Ist euch das auch schon mal passiert? Hi, ich bin Captain Quark. Glaubt mir, es gibt nichts Schlimmeres, als ein blagianisches Schnaggelmonster von innen zu betrachten und von seiner Ausrüstung im Stich gelassen zu werden. Deshalb kaufe ich meine Elektroartikel bei Al's RoboShack. Nur Al darf meine super Elektrogeräte reparieren, seit ich groß genug bin, um einer Sandmaus ans Knie zu spucken. Wenn Al es nicht reparieren kann, ist es nicht kaputt. Stimmt's, Al? Du sagst es, Kumpel. Wenn ihr also das Böse oder auch nur das Blöde bekämpft, kommt für Robo-Reparaturen zu Al's RoboShack in Metropolis. Al's RoboShack. Einfach quarktastisch. Genau. Weißt du, was das bedeutet? Ja, Captain Quark ist total erledigt. Nein, Captain Quark ist auf Metropolis. Wir könnten ihm von der Invasion berichten. Wenn wir ein Schiff hätten. Ja, ein Schiff. Und ihr foltert mich ganz bestimmt nicht. Tja, als Planetenvorsitzender könnte ich euch beiden unser Kurierschiff ausleihen. Cool. Verlassen Sie sich auf uns, Sir. Ja, danke, euer Vorsitzigkeit. Du hast jetzt Koordinaten für zwei neue Planeten und kannst dein Schiff benutzen. Drücke die Select-Taste, um die Karte aufzurufen. Dein Schiff ist darauf... Blablabla. Interessiert doch keinen. Das weiß ich doch. Wahrscheinlich haben die meisten sowieso den Satz zu Ende gelesen. Die Frau ist halt zu langsam, ne? Ja, wir haben zwei neue Planeten. Jetzt ist die Qual der Wahl, welchen Planeten wir als erstes nehmen. Wir hätten von Anfang an einfach nur darüber gemusst. Naja, kann man jetzt auch nicht mehr ändern. Wir haben ein neues Schiff betreten. So. Na, komm mal rein. Oh, es leuchtet. Okay. Okay. Vorposten X11 Aridia oder Metropolis im Caravan-System. Gehen wir zuerst nach Metropolis zu Al, weil dort Captain Quark ist? Oder gehen wir zum Vorposten, weil dort... Was war denn dort? Ach genau, weil dort dieser komische Hoverboard-Meister abgestürzt ist. Ach... Weil das hier das zweite ist, gehen wir doch zum Aridia-System. Skid McMark suchen und Skids Agenten suchen. Okay. Oh, Gator. Ach, so ein Vogelgezwitscher am Ende. Ach ja, wie schön. Njong.
Ich finde den Ladebildschirm so lustig. Planet Aridia. Ach, das ist nicht das System, das ist der Planetenname. Toll. Zack. So. Schön sieht's hier aus. Nicht, aber egal. Gibt's hier erstmal was ums Schiff herum? Kann ja immer mal sein. Ja, da geht's doch schon wo lang. Okay. Ist das nicht Skid Mac Max? Das ist abgestürzt. Hey, das ist Skid Mac Max. Der Mann aus dem Infobot. Höchstpersönlich, Kumpel. Habt ihr beiden meine fette Raumschlacht vorhin gesehen? Deine Hilfeschreie haben wir gehört. Das war eine Art Schlachtruf. Mein Agent und ich wurden auf dem Weg zum Hoverboard-Training überfallen. Hat er den Absturz überlebt, Sir? Ach, der ist okay. Aber ich habe Probleme, zum Schiff zurückzukommen, weil ich mir den Knöchel verstaucht habe. Ja, klar. Wenn ihr alle Sandhaie erledigt, könnte ich euch vielleicht ein Hoverboard schenken. Wir würden ja gern helfen, Mr. McMarks, aber wir suchen Captain... Eins deiner Boards. Ich wollte schon immer ein gutes Hoverboard. Tja, na gut. Und du hältst am besten deinen Fuß hoch. Zerstöre die Sandhaie. Ist das nicht sein Schiff? Er hat Probleme, zu seinem Schiff zurückzukommen, was direkt hinter ihm ist? Egal. Okay, wir zerstören die Sandhaie. 57 Stück? Oh Gott. Ihr seid böse. Oh yeah. Was war das eben? Was sollen das 7 bedeuten? Ach so, das 7, das sind diese Brutstationen der Viecher. Da kommen diese Dinger nämlich immer wieder raus. Deswegen sollten wir die auch kaputt machen. Aha, aha, aha. Schon wieder diese Viecher. Jetzt weiß ich auch, warum die Sandhaie heißen. Wow. Warum kriege ich Pyrositor-Munition, wenn ich nicht mal einen Pyrositor habe? Das ist dumm. Naja. Soll mir recht sein. Wie viel Zeit haben wir noch? Die Zeit hängt uns noch nicht aus der Arschfalte. Was zum? Überfall! Den ich geschickt überlebt habe. Yeah. So, es gibt noch 5 von diesen komischen Brutstationen und 27 Haie sind jetzt noch auf der Oberwelt. Da ist eine Brutstation. Flupp, da kommen sie alle aus dem Boden. Gespawnt. So. Na. Böses Vieh. Und schon wieder wurde ein Schandfleck in dem Auge der Gerechtigkeit wegpoliert und ich sterbe. Ich kann nicht so wie ein Held reden, da ich kein Held bin und es auch nicht sein werde. Und deswegen ist das schon so gut, wie ich es sage. Ja, haha. Friss den hier einfach. Zack und zack und zack. Nein, pfui. Wo kommen die denn alle her? Ach, guck mal, da ist ja noch eine Brutstation. So, wir haben noch 2 Brutstationen jetzt. Na, pfui. Na. Und noch 4 Haie. Und viele, viele Bowls. Ah, ich mag Bowls. Ah, wie sie klimpern. Hä, wo kam der denn jetzt her? Ey, wo kommt ihr denn jetzt her? Ich wette von dort oben. Ihr Monster. Hä? Daneben nicht. TNT. Badatsch. Ah, schön. Komm in meine Tasche. Zack. Wo geht's weiter? 2 Sandhaie und 2 Brutstationen noch. Das ist kein Problem. Ich gehe jetzt erstmal nach dort oben. Aha, guck mal, hier haben wir doch eine.
Einer war weniger. Und dort ist die letzte. Und dort sind die letzten zwei Sandhaie. Und wehe, du machst einen neuen. Curse you. Zack. Und zack. Das war's. Hier, Kumpel. Fang. Ein brandneues Z3000. Die gibt's noch gar nicht zu kaufen. Okay, ich muss los. Wir sehen uns bei den Hoverboard-Rennen. Du hast ein Gadgetron Z3000 Hoverboard erhalten. Setze das Hoverboard auf der Rennstrecke in Blackwater City auf dem Planeten Rega ein. Leben gern, du nette Frauenstimme, die keinen interessiert. Aber echt, diese Stimme ist echt sehr aufdringlich, finde ich. Also die sagt ja zu allem, was du machst, etwas. Sie haben einen Schritt gemacht. Ne. Okay. Mann, immer wenn ich jetzt okay sage, will ich, dass wir dieses Mädchen sagen. Limey oder Limi. So. Oh. Ich habe heute ein paar tolle Sonderangebote. Interessiert mich nicht. Dann geht es jetzt zum Manager, wenn ich wüsste, wo ich dafür lang muss. Aha, ich glaube, ich habe den Weg gefunden. Das ging schnell. Ich dachte, ich hätte alle Sandhaie erledigt. Scheiß Viecher. Du bist auch scheiße. Siehst du, man muss nur den Leuten sagen, dass sie scheiße sind. Dann verschwinden sie von ganz alleine. Oh nein. Du bist Kaka. Nein. Friss. So erledigt man Jobs heutzutage. Yeah. Zack und zack. Double. Was ist das denn hier? Was brauchst du denn hier an dem Scheiß rum? Haha, Loser. Loser, du kannst gar nichts. Oh, what the fuck, Barbecue. Ich hab voll übel Zeit übersehen. Oh, das tut mir jetzt wirklich sorry. Wartet. Wir haben es gleich. So. Okay. Okay. Im nächsten Part gehen wir einfach hier hoch. Und er zuckt mit seinen Beinen wie so ein epischer König. Dim, 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 dim. Okay. Ich dachte, ich kann mich beherrschen, aber nein, ich sag's immer und immer wieder. Naja, Freunde, bis zum nächsten Part, okay?